und darf jetzt aufrufen. Tagesordnungspunkt 1, das ist die Fragestunde. Wir haben aus der letzten Fragestunde noch die Frage 391 zu beantworten. Der Fragesteller ist der Kollege Janki Pürsün. Ich frage die Landesregierung, welchen Beitrag kann sie leisten, um die langen Wartezeiten bei der Kraftfahrzeugzulassung zu reduzieren? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Pürsün, in den meisten Zulassungsbehörden des Landes Hessen ist die Zulassung von Kraftfahrzeugen wieder zügig möglich. Der Landesregierung ist jedoch bekannt, dass es in einigen Zulassungsbehörden noch längere Wartezeiten gibt. Dies ist jedoch keine Frage der Fachaufsicht. Daher ist der Einfluss der Landesregierung zuständigkeitshalber begrenzt. Wie der Zulassungsbetrieb durchgeführt wird, das heißt Öffnungs- und Servicezeiten, Personaleinsatz, die grundsätzliche Regelung der Terminvergaben und Ähnliches, liegt allein in der kommunalen Entscheidungskompetenz der Landrätinnen und Landräte bzw. Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister. Und da ja die Regeln für alle gleich sind im Lande Hessen, wir haben mal abgefragt, wie das letzte Woche war. Frankfurt hat gesagt, dass sie 11 Arbeitstage brauchen, momentan Wartezeit, Tendenz sinkend. Offenbach hat gesagt, keine nennenswerten Vorlaufzeiten. Stadt Wiesbaden hat gesagt, höchstens einen Tag. Wäre das auch eher eine Frage für den Stadtverordneten Pürsün als für den Landtagsabgeordneten Pürsün, mal der Frage hinterherzugehen, wo die Unterschiede herkommen. Dennoch versucht die Landesregierung unterstützend zu wirken. Wir haben die Möglichkeit eröffnet, vorübergehend vereinfachte Verfahren zur Fahrzeugzulassung zu nutzen in der Corona-Pandemie, zum Beispiel die Beantragung der Zulassung per E-Mail für natürliche und juristische Personen, die zum Personenkreis der Aufrechterhaltung der kritischen Allgemeininfrastruktur und Daseinsvorsorge gehören, sowie der Verzicht auf den Nachweis der Identität mittels EID bei Nutzung des iKFZ-Verfahrens. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Pürsün, bitte drücken ja. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie hatten am 14. Oktober berichtet, dass es in den meisten hessischen Zulassungsbehörden keine langen Wartezeiten mehr gibt. Die Welt hat vor kurzem berichtet, 17 Tage in Frankfurt, 16 Tage in Darmstadt. Hat sich da was zum Schlechteren entwickelt oder sind das für Sie Größenordnungen, die Sie nicht als längere Wartezeit bezeichnen? Herr Staatsminister. Ja, wir hatten ja abgefragt, und zwar Stand 4.12., heute ist, glaube ich, der 8., wie die Lage ist. Und da hat uns Frankfurt gesagt, 11 Tage, Tendenz sinkend. Und ich hatte Ihnen auch gesagt, wie das in anderen Städten ist. Und wie gesagt, fragen Sie nach, in dem Fall beim zuständigen Dezernenten in Frankfurt, warum es so ist. Ich meine, die Regeln in Hessen sind für alle gleich. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 392. Fragesteller ist der Kollege Dr. Stefan Naas. Ja, herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, hatte das Wirtschaftsministerium als Börsenaufsichtsbehörde seit 2016 Kontakt zu Vertretern der Wirecard AG? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Dr. Naas, nein. Gibt es Zusatzfragen, Kollege Dr. Naas? Dann hätte ich die weitere Frage, ob es denn im Rahmen der Wirtschaftsförderung seitens des Wirtschaftsministeriums Kontakt mit der Wirecard AG gab. Herr Staatsminister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Naas, nicht, dass ich wüsste. Und ich will vielleicht an dieser Stelle mal sagen, wir sind ja auch mehrfach vom Bundestagsausschuss und als Teil des sozusagen Beweisbeschlusses, das war noch vor dem Untersuchungsausschuss, mit genannt worden. Die hessische Börsenaufsicht ist dafür zuständig, dass der Handel an der Börse nach bestimmten Regeln läuft, ist aber nicht für die Überwachung der einzelnen Firmen zuständig, die an der Börse gehandelt werden. Da liegt vielleicht ein Missverständnis bei Ihnen vor. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Frage 393. Fragesteller ist ebenfalls der Kollege Dr. Naas. Ja, vielen Dank,
wir bleiben bei dem Thema. Welche Kenntnisse hat das Wirtschaftsministerium als Börsenaufsichtsbehörde, vielleicht haben Sie auch die Frage verwechselt, hinsichtlich des Verdachts auf Insiderhandel von Vorstandsmitgliedern der Wirecard AG? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Dr. Naas, das Wirtschaftsministerium als Börsenaufsichtsbehörde hat derzeit keine Kenntnisse hinsichtlich des Sachverhalts betreffend des Verdachts auf Insiderhandel von Vorstandsmitgliedern der Wirecard AG, die über öffentlich verfügbare Informationen hinausgehen. Die Überwachung des Verbots von Insidergeschäften und unrechtmäßiger Offenlegung von Insiderinformationen nach Artikel 14 der Marktmissbrauchsverordnung erfolgt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die BaFin. Das Wirtschaftsministerium als Börsenaufsichtsbehörde übt die Aufsicht über die Frankfurter Wertpapierbörse und die Eurex Deutschland nach den Vorschriften des Börsengesetzes aus. Die Aufsicht erstreckt sich auf die Einhaltung der börsenrechtlichen Vorschriften und Anordnungen, die ordnungsgemäße Durchführung des Handels an den genannten Börsen bzw. sowie die ordnungsgemäße Erfüllung der Börsengeschäfte. Der Aufsicht des Wirtschaftsministeriums als Börsenaufsichtsbehörde unterliegt unter anderem die an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Eurex Deutschland angesiedelte Handelsüberwachungsstelle, stellt diese Tatsachen fest, deren Kenntnis für die Erfüllung der Aufgaben der BaFin erforderlich ist, unterrichtet sie diese unverzüglich. Dies erfolgt insbesondere dann, wenn deren Kenntnis unter anderem für die Verfolgung von Verstößen gegen das Verbot von Insidergeschäften nach Artikel 14 der MA Risk erforderlich ist. Gibt es Zusatzfragen, Kollege Dr. Naas? Ja, vielen Dank. Ist Ihnen bekannt, dass die Hessische Börsenaufsichtsbehörde im Zusammenhang mit Wirecard zwei Hinweise von Privatanlegern an die BaFin weitergeleitet hat? Herr Staatsminister Al-Wazir. Nein, das ist mir im Einzelfall nicht bekannt, aber wenn es so ist, haben Sie es ja genau richtig gemacht, nämlich an die weitergeleitet, die zuständig sind. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf Frage 396, Fragesteller ist der Kollege Dr. Wilken. Danke, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, verbunden mit nachträglichen Geburtstagswünschen, wann und wo sind die Ergebnisse der in den Jahren 2011 bis 2013 unter anderem von Herrn Dr. S. von der Universität Mainz durchgeführten Studie Gewalt gegen Polizeibeschäftigte, Teilprojekt 2.30, qualitative Interviews zu Hintergründen und Ursachen der Gewalt gegen Polizeibeschäftigte veröffentlicht worden? Herr Staatsminister Beuth. Herr Abgeordneter, vielen Dank. Zu Ihrer Frage hinsichtlich der eben zitierten Studie kann ich Ihnen, wie bereits im Schreiben vom 16. September 2020 geschehen, die folgenden Informationen übermitteln. 2010 wurde die kriminalistisch-kriminologische Forschungsstelle KKFOST der Hessischen Polizei im Hessischen Landeskriminalamt mit der Durchführung der Studie zum Thema Gewalt gegen Polizeibeschäftigte beauftragt. Einzelmodule zum Projekt wurden an die Universitäten Mainz und Tübingen vergeben. Die KKFOST wurde vor Abschluss des Projektes aufgelöst, sodass sie keinen Projektabschlussbericht erstellen konnte. Ergebnisse der Teilprojekte wurden gleichwohl seinerzeit polizeiintern verwendet und im Hinblick auf Umsetzungs- und Optimierungsmöglichkeiten, insbesondere für die Bereiche der Einsatztaktik und der Aus- und Fortbildung, ausgewertet. Sie haben insofern einen Mehrwert erbracht. Gibt es Zusatzfragen? Herr Dr. Wilken. Ja, danke, Herr Präsident, und danke, Herr Innenminister. Sie haben mir in der Tat in diesem Schreiben nicht auf meine Frage geantwortet, sondern mir geht es darum, wo die Studienergebnisse veröffentlicht sind. Nach Auskunft der betroffenen Wissenschaftler ist denen untersagt worden, die nicht abgeschlossene Studienergebnisse, auch wenn es Zwischenergebnisse sind, zu veröffentlichen. Warum ist das so geschehen? Herr Staatsminister. Das kann ich nur mutmaßen. Der Forschungsbericht ist nicht abgeschlossen worden und deswegen hat es keine Veröffentlichung gegeben. Gibt es Zusatzfragen, Herr Dr. Wilken? Ja, dann doch noch eine Zusatzfrage. Ist es üblich in Ihrem Haus, dass Sie betroffenen Wissenschaftlern untersagen, auch Zwischenergebnisse zu veröffentlichen? Für mich bekannt ist nur, dass es ein Erstveröffentlichungsrecht des Auftraggebers gibt, aber kein
Maulkorb für die betroffenen Wissenschaftler danach. Herr Minister. Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Wir reden hier von einem Forschungsbericht aus dem Jahre 2010. So, und ich habe das auch wahrgenommen in der Anhörung, dass einer der Wissenschaftler, der da offensichtlich in irgendeiner Form beteiligt war, sich darüber geärgert hat. Fakt ist, dass am Ende eines Forschungsauftrages, wenn ein Bericht da ist, derjenige, der den Auftrag erteilt hat, ursprünglich dann auch die Hoheit über die Ergebnisse hat. Und ganz offensichtlich ist es damals so gewesen, dass dieser Forschungsbericht dann nicht zu Ende geführt wurde, weil und es keinen entsprechenden Abschlussbericht gegeben hat. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass es dann eben auch generell nicht üblich ist, dass man aus Unfertigem sozusagen dann in irgendeiner Form Veröffentlichungen macht. Also insofern kann ich da jetzt wirklich sozusagen kein größeres Problem drin erkennen. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Felzhausen. Sehr geehrter Herr Beuth, stimmen Sie mir zu in der Feststellung, dass es grundsätzlich so sein sollte, dass Forschungsprojekte, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden, auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen, weil Sie haben ja gerade eingeräumt, dass zumindest Teilberichte für die polizeiinterne Fortbildung und Einsatztaktikplanung verwandt werden. So ist doch für mich die Frage, wo sind dann diese Ergebnisse, warum werden sie nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, obwohl sie ja mit öffentlichen Mitteln gefördert worden sind. Herr Minister Beuth. Herr Abgeordneter, ich stimme Ihnen insofern zu, dass Berichte, die oder Forschungsberichte, die in Auftrag gegeben werden, die zur Veröffentlichung bestimmt sind, dann, wenn sie auch tatsächlich fertiggestellt worden sind, dann veröffentlicht werden. Das kann ich aber hier sozusagen für diesen Fall halt nicht bestätigen, weil es halt eben gar keine Fertigstellung gegeben hat. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 397. Fragestellerin ist die Abgeordnete Martina Feldmeier. Ich frage die Landesregierung, wie erfahren die Schülerinnen und Schüler in Hessen von der Verfolgung und dem Völkermord an Sinti und Roma in Deutschland und in Hessen? Herr Staatsminister Professor Lorz. Frau Abgeordnete Feldmeier, die Verfolgung und der Völkermord an Sinti und Roma während der nationalsozialistischen Diktatur wird in Hessen primär im Fach Geschichte behandelt. Zum Beispiel kann im Rahmen des Themas totalitäre Systeme und Nationalsozialismus schon in der Sekundarstufe 1 auf die Verfolgung sowie Ermordung von Sinti und Roma eingegangen werden. Im Kerncurriculum für die gymnasiale Oberstufe für das Fach Geschichte ist der Mord an Sinti und Roma verpflichtendes Thema in der Qualifikationsphase 2, also der sogenannten Q2, und kann damit auch Bestandteil der Abiturprüfungen im Fach Geschichte sein. Darüber hinaus steht das Hessische Kultusministerium mit dem Verband Deutscher Sinti und Roma Hessen in einem ständigen Austausch. So wurde zum Beispiel mit dem Landesverband vereinbart, dass die aktuelle Formulierung im Kerncurriculum für die gymnasiale Oberstufe im Fach Geschichte bei der nächsten Überarbeitung des Kerncurriculums dahingehend geändert wird, dass nicht nur von Mord, sondern explizit von Völkermord an Sinti und Roma während der nationalsozialistischen Diktatur gesprochen wird. Gibt es Zusatzfragen, Herr Kollege? Moment, Herr Kollege Falk, genau. Kleinen Moment, ich hatte das hier auf meinem Schalttableau nicht gesehen. Bitte schön. Sie müssen mal drücken, Kollege Falk. Ja. Wie werden die Lehrkräfte bei der Unterrichtsgestaltung zum Thema Sinti und Roma unterstützt? Herr Minister. Herr Abgeordneter Dr. Falk, die Lehrkräfte werden bei ihrer Unterrichtsgestaltung vor allen Dingen durch die gemeinsam mit dem Landesverband der Sinti und Roma in Hessen von uns veröffentlichte Handreichung Sinti und Roma in Deutschland und die Rolle des Antiziganismus unterstützt. Ich habe die auch mal mitgebracht. Da gibt es sogar eine CD dazu. Also ich darf die mal ganz kurz hochhalten. Und auf diese Handreichung sind wir stolz. Die hat auch wirklich viel Arbeit gekostet.
Und wir haben sie, wie gesagt, auch abgestimmt mit dem Landesverband Sinti und Roma. Und deswegen ist das wirklich eine schöne Errungenschaft, die ich nicht oft und häufig genug herumzeigen und herumschicken kann. Klar ist, im Mittelpunkt dieser Handreichung steht die Verfolgungsgeschichte. Und die Handreichung ist eine Orientierungshilfe für Lehrkräfte. Sie enthält aber auch eine Vielzahl an Quellen, mit denen das Thema in verschiedenen Jahrgangsstufen und auch in Fächern wie Ethik, Religion, Geschichte oder Deutsch bereits in der Sekundarstufe 1 aufgegriffen werden kann. Insofern ist sie eine Ergänzung zu dem, was ich vorhin in der Antwort auf die Frage ausgeführt habe, wo das beispielsweise im Kerncurriculum für die Q2 verpflichtend vorgeschrieben ist. Und hier mit der Handreichung haben die Lehrkräfte eben auch die Möglichkeit, das auch in andere Fächer als Geschichte und eben auch in der Sek 1 entsprechend aufzubereiten. Vielen Dank, Herr Minister. Ich hatte noch eine zweite, deswegen war ich eben etwas irritiert, eine zweite Zusatzfrage gesehen. Hatte sich noch jemand gemeldet? Nein, das ist nicht der Fall. Bitte? Niemand hatte sich mehr gemeldet. Okay. Dann rufe ich auf die Frage 403. Fragesteller ist der Abgeordnete Christoph Degen. Ja, ich frage die Landesregierung, an welcher Stelle wird entschieden, welches System bzw. welcher Hersteller für digitale Endgeräte für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler an der einzelnen Schule Verwendung findet? Herr Minister, Professor Lorz. Herr Abgeordneter Degen, der Digitalpakt Schule ermöglicht nach Artikel 104c des Grundgesetzes Investitionen in die kommunale digitale IT-Infrastruktur. Die Zusatzvereinbarung zum Sofortausstattungsprogramm für Schülerendgeräte und ebenso die Zusatzvereinbarung für Leihgeräte für Lehrkräfte sind als Bestandteile, sogenannte Annexe, des Digitalpakts aufgebaut und entsprechend dieser Vorgabe umzusetzen. Die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler und der Lehrkräfte erfolgt daher mit mobilen Endgeräten in Form von schulgebundenen Endgeräten und damit als Teil der im Rahmen des Digitalpakts geförderten schulischen Infrastruktur mit dem Ziel des Einsatzes im Distanz- wie im Präsenzunterricht. Die Beschaffung und Bereitstellung der Endgeräte für Schülerinnen und Schüler erfolgt dementsprechend durch die Schulträger, die somit auch über die Hersteller der Geräte und die darauf verwendeten Systeme unter Berücksichtigung der erforderlichen Integration in die schulische IT-Infrastruktur entscheiden. Wie das im Einzelnen geschehen soll, also zur Umsetzung des Programms für Lehrerendgeräte als Teil der schulischen IT-Infrastruktur, werden derzeit Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden geführt und verschiedene Umsetzungsalternativen geprüft. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Degen. Vielen Dank, Herr Minister, für die Antwort. Vielleicht habe ich jetzt was nicht richtig zugehört, aber ich habe jetzt nur verstanden, dass die Schulträger zuständig sind für die Anschaffung der Geräte für die Schüler. Aber wer ist zuständig für die Anschaffung der Geräte für ihre Lehrkräfte? Zumal ja auch, und das ist die Frage, meine nächste Frage, auch eine Kompatibilität gegeben sein muss zwischen beiden. Herr Professor Lorz. Herr Abgeordneter Degen, genau deswegen bietet es sich ja auch an, die Beschaffung grundsätzlich in derselben Hand zu lassen. Die Entscheidung über die einzusetzenden schulgebundenen Produkte treffen die Schulträger als für die IT-Ausstattung der Schulen zuständige Sachaufwandsträger. Diese Zuständigkeit ergibt sich aus § 158 Absatz 1 Satz 1 des Hessischen Schulgesetzes. Und dabei berücksichtigen die Schulträger natürlich insbesondere die Kompatibilität der Endgeräte mit der durch die Schulträger bereitgestellten IT-Infrastruktur sowie die pädagogischen Bedarfslagen an den Schulen. Und um zu gewährleisten, dass diese pädagogischen Bedarfslagen angemessen berücksichtigt werden, wurden im Rahmen des Landesprogramms Digitale Schule Hessen regionale Steuergruppen zwischen den Schulträgern und den staatlichen Schulämtern eingerichtet. Unabhängig davon, diese Ausführungen sind unabhängig davon, wie diese Geräte finanziert werden. Die Endgeräte, speziell für die Lehrer, aber eigentlich auch die für die Schülerinnen und Schüler, werden komplett durch Bundes- und Landesmittel finanziert. Also wir erwarten von den Kommunen hier an dieser Stelle keinen finanziellen Beitrag, aber trotzdem aufgrund der Natur und Struktur des Programms muss das in irgendeiner Form gemeinsam mit den Schulträgern abgewickelt werden. Und das macht ja aus Gründen der technischen Kompatibilität auch Sinn. Gibt es Zusatzfragen? Das ist Kollege Degen. Ja, vielen Dank für die Erläuterung. Gibt es denn von Seiten des Kultusministeriums Mindestvorgaben an die technische Ausstattung? Sie haben ja eben im Vorfeld diese CD gezeigt, zu Sinti und Roma. Muss also vielleicht ein CD-Laufwerk, ein externes vorhanden sein? Oder gibt es Vorgaben, damit die Lehrer-Schüler-Datenbank oder das Schulportal darauf auch sicher läuft? Gibt es da Mindestvoraussetzungen? Herr Staatsminister.
Herr Abgeordneter, Sie haben in der Tat ja schon ein paar dieser Voraussetzungen beschrieben. Natürlich, da das Schulportal unsere zentrale Lern- und Arbeitsplattform ist, ist es sinnvoll, dass die Geräte, die wir ausgeben, auch grundsätzlich mit diesem Schulportal arbeiten können, beziehungsweise das Schulportal ist natürlich auch so konzipiert, dass es eigentlich nicht darauf ankommt, mit welchem Endgerät man es letztlich nutzen kann. Aber wie diese Standards genau definiert werden, genau darum drehen sich die Gespräche, die wir mit den Schulträgern an dieser Stelle führen. Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Dann rufe ich auf die Frage 404. Fragesteller ist der Abgeordnete Daniel May. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, welches Ziel verfolgt sie mit der Überarbeitung des hessischen Referenzrahmens Schulqualität? Herr Staatsminister Professor Lorz. Herr Abgeordneter May, der hessische Referenzrahmen Schulqualität bildet die Grundlage für eine gezielte und nachhaltige Schulentwicklung in Hessen. Der Referenzrahmen schafft die notwendige Klarheit für die Schulen darüber, welche Erwartungen und Anforderungen an die Qualität von Schule gestellt werden. Daher sollen die inhaltlichen Grundlagen des hessischen Referenzrahmens Schulqualität aktualisiert werden. Darüber hinaus soll der Referenzrahmen zu einem interaktiven Unterstützungsangebot zur Sicherung und Entwicklung von Schul- und Unterrichtsqualität für hessische Lehrkräfte, Schulen sowie die hessische Bildungsverwaltung weiterentwickelt werden. Um diese Ziele zu erreichen, soll die Anknüpfung des hessischen Referenzrahmens Schulqualität zur Schulpraxis ausgebaut, die konkrete Handhabung durch Anwendungsmaterialien vereinfacht, der Zugang über digitale Formate ermöglicht, die Beteiligung der Praktikerinnen und Praktiker ausgebaut sowie die Einbindung in die entsprechenden Gesetze bzw. Verordnungen oder Erlasse gestärkt werden. Gibt es Zusatzfragen? Herr May. Ja, ich stelle die Zusatzfrage, welche Schwerpunkte die Landesregierung bei der Fortentwicklung des HRS bildet. Herr Minister. Herr Abgeordneter, gerne führe ich das noch etwas näher aus. Also zum einen geht es natürlich um den Schwerpunkt, das überhaupt bekannt zu machen. Deswegen verarbeiten wir den hessischen Referenzrahmen Schulqualität in entsprechenden Gesetzen, Verordnungen und Erlassen. Ich darf zum Beispiel auf § 98 Absatz 3 Hessisches Schulgesetz verweisen, wo der hessische Referenzrahmen Schulqualität etwa als Basis der internen und externen Evaluation festgelegt wird. Und auf dieser Grundlage finden wiederum die Zielvereinbarungen und auch die jährlichen Schulentwicklungsgespräche nach § 92 Absatz 3 Hessisches Schulgesetz mit den staatlichen Schulämtern statt. Um den Mehrwert des Referenzrahmens für die Arbeit in Schulen noch besser erlebbar zu machen, soll außerdem die Verknüpfung der Schulpraxis mit dem Referenzrahmen gestärkt werden. Das Hessische Kultusministerium hat die Hessische Lehrkräfteakademie beauftragt, entsprechende Vorschläge für die Verknüpfung in diesen Themenfeldern zu erarbeiten. Und wir haben die Hessische Lehrkräfteakademie außerdem damit beauftragt, Anwendungsmaterialien zum hessischen Referenzrahmen Schulqualität zu erstellen. Damit soll es Lehrkräften und Schulen erleichtert werden, die eigene Arbeit systematisch zu reflektieren oder eigene Evaluationen durchzuführen. Weiter hat sich das Hessische Kultusministerium dazu entschlossen, sowohl die Inhalte des Referenzrahmens als auch die Anwendungsmaterialien in digitaler Form bzw. im PDF-Format auf den entsprechenden Internetseiten zugänglich zu machen. Diese digitalen Anwendungsmaterialien sollen es den Schulen ermöglichen, individuell angepasste Anwendungen zu kreieren und beispielsweise Anleitungen und vertiefende Informationen über multimediale Formate wie Videotutorials oder entsprechende Vorlagen abzurufen. Und zu guter Letzt zur Einbeziehung von schulischen Praktikerinnen und Praktikern. Bisher haben über 20 Austauschforen mit Lehrkräften und Schulleitungen stattgefunden. Diese Ergebnisse sind systematisch ausgewertet worden und ebenfalls in die Arbeit zur Novellierung des hessischen Referenzrahmens Schulqualität eingeflossen. Vielen Dank, Herr Professor Lorz. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Degen. Ja, Herr Kultusminister, wir warten ja seit einigen Jahren schon auf die Novellierung des Referenzrahmens Schulqualität und zuletzt hatte in einer Anhörung im September der Präsident der LA ja gesagt, dass der eigentlich fertig sei. Wann können wir denn nun jetzt mit der Novellierung rechnen, dass die vorliegt? Herr Minister. Ja, Herr Abgeordneter Degen, ich verstehe Ihre Frage, selbstverständlich. Und die Auskunft, die der Präsident der Lehrkräfteakademie gegeben hat, war auch richtig. Wir hatten ihn eigentlich fertig und dann kam Corona. Und jetzt sind wir daran, auch die Erfahrungen der letzten Monate während der Corona-Pandemie zum Lernen in Präsenz und auf Distanz in den hessischen Referenzrahmen Schulqualität aufzunehmen und für Schul- und Unterrichtsentwicklung zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wenn wir
nach dieser pädagogischen Umkrempelung, diese Einführung, die Annäherung an Distanzunterricht mit sich gebracht hat, den hessischen Referenzrahmen Schulqualität in der Fassung veröffentlichen würden, die er vor Corona hatte, als Distanzunterricht kein Thema war, würde, glaube ich, jeder mit Recht fragen, also ob die Zeit irgendwie an uns vorbeigegangen ist. Und deswegen, wir wollen diesen Referenzrahmen dann auch wirklich auf dem aktuellsten Stand haben. Und deswegen geht es uns darum, die ganzen Corona-Erfahrungen damit einfließen zu lassen. Und ja, wann dieser Prozess abgeschlossen ist, wir haben ja im Moment aus dieser Pandemie auch noch einiges zu lernen, das kann ich Ihnen noch nicht abschließend sagen, aber ich kann Ihnen bestätigen, mit Ausnahme dieser Corona-Fragen, die allerdings umfangreich sind, ist er fertig. Und deswegen, sobald wir auch unter diese Erfahrungen aus der Corona-Zeit quasi einen Strich ziehen und eine gewisse Bilanz aufstellen können, wird er auch herausgebracht werden. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Degen. Ja, schade, dass Sie noch keinen Termin aussicht stellen können, Herr Minister. Aber Sie haben sich ja in Ihrer vorherigen Antwort auf § 92 Absatz 3 des Schulgesetzes bezogen, wo ja geregelt ist, dass alle Schulen in Hessen auf der Basis des Referenzrahmens ihre Zielvereinbarung schließen müssen, einmal im Jahr. Deswegen meine Frage, werden diese Zielvereinbarungen nach wie vor auf dem Referenzrahmen, der, ich glaube, noch zu meiner Referendariatszeit vor 10 Jahren erstellt wurde, noch erstellt auf dieser Basis? Professor Lorz. Ja, grundsätzlich schon, solange der neue noch nicht als verbindliche Grundlage etabliert ist, was wie gesagt geschehen wird, sobald die Corona-bedingten Einarbeitungen erfolgt sind. Aber es heißt ja in § 92 Absatz 3 auch nur auf der Grundlage finden Zielvereinbarungen und Schulentwicklungsgespräche statt. Das heißt, die Modifikationen, die sich natürlich zwischenzeitlich auch vollzogen haben und die wir auch in dem neuen Referenzrahmen dann ja verschriftlicht haben, die fließen natürlich laufend auch in Zielvereinbarungen und Schulentwicklungsgespräche ein. Also das ist ja nicht statisch, dass das sozusagen ein festgelegtes Korsett wäre, von dem man nicht abweichen kann, sondern auf der Basis des alten Referenzrahmens wird das kontinuierlich aktualisiert und angepasst. Aber eben im Moment in einer mehr individuellen und flexiblen Form und sobald der neue Referenzrahmen draußen ist, dann auch wieder auf der aktualisierten verbindlichen Grundlage. Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Frage 407. Fragesteller ist der Kollege Dr. Jörg-Uwe Hahn. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, welchen Anteil am gesamten Investitionsbedarf hessischer Kommunen im Bereich Kinderbetreuung deckt das Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 bis 2021 ab? Frau Staatssekretärin Jans. Sehr geehrte Damen und Herren, ich antworte gerne. Der tatsächliche Investitionsbedarf im Bereich Kinderbetreuung ist im Rahmen einer Bedarfsplanung von den Kommunen vor Ort zu ermitteln. Deswegen ist diese Frage hier so nicht zu beantworten. Gesamtverantwortlich sind die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots obliegt den Gemeinden im Rahmen ihres kommunalen Selbstverwaltungsrechts. Über den tatsächlichen Gesamtbedarf liegen daher der Landesregierung keine aktuellen Erkenntnisse vor. Wir unterstützen allerdings die Kommunen im Bereich der Kinderbetreuung. In Hessen stehen im Rahmen des Bundes- und Landesinvestitionsprogramms rund 219 Millionen Euro Investitionsmittel zur Verfügung, um den weiteren Ausbau der Plätze in der Kinderbetreuung zu fördern. Damit können weitere wichtige Schritte getan werden, um Familien in Hessen ein gutes, qualitativ und quantitatives Betreuungsangebot zur Verfügung stellen zu können. Die Förderrichtlinie für das Landes- und das Bundesinvestitionsprogramm ist bereits in Kraft. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe können noch bis zum 31. März 2021 entsprechende Anträge stellen. Die erste Zusatzfrage stellt der Kollege Dr. Hahn selbst. Bitte schön. Ja, mal drücken kurz, dass ich sehe. Da. Ja, hat getroffen. Frau Staatssekretärin, bin ich falsch darüber informiert, dass die Abwicklung dieses Programms über das der Hessischen Landesregierung unterstellte Regierungspräsidium in Kassel durchgeführt worden ist und dass deshalb die Zahlen Ihnen bekannt sein müssen? Frau Staatssekretärin. Ich habe ja eben die Förderrichtlinie angesprochen. Diese Förderrichtlinie sozusagen hat zur Folge, dass die Jugendhilfeträger der Zuweisung örtlicher Budgets
sozusagen Anträge stellen können. Das deckt aber sozusagen nicht den gesamten Bedarf ab, sondern die Kommunen sind sozusagen im Rahmen ihrer Selbstverwaltungstätigkeiten auch gehalten, Co. zu finanzieren. Ich habe eben vom Bundes- und Landesprogramm gesprochen. Die Landesregierung hat ja das Bundesprogramm, was auch nicht erst seit 2020 bzw. 2021 kommt, schon in den Jahren davor, angefangen hat, mit eigenen Landesmitteln sozusagen verdoppelt. Und deswegen kommen wir auf diese Summe von 219.000 Euro, die, wie wir der Überzeugung sind, den derzeitigen Bedarf helfend abzudecken. Nächste Zusatzfrage stellt der Kollege Weiß. Ja, Frau Staatssekretärin, Sie sehen mich überrascht, dass die Landesregierung nicht weiß, wie hoch der Investitionsbedarf im Bereich der Kinderbetreuung in Hessen ist. Deswegen stelle ich meine Nachfrage. Der Hessische Landkreistag hat eine Evaluierung gemacht und hat untersucht bei seinen Mitgliedern und abgefragt, wie hoch denn der Bedarf jeweils ist. Und die Summe, die dabei rauskam, war 1 Milliarde Euro. Ist das aus Sicht der Landesregierung ein realistischer Betrag? Frau Staatssekretärin. Ich habe mich eben auf die Frage bezogen, die der verehrte Kollege Dr. Hahn hier gefragt hat. Das war das Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 bis 2021. Dies beinhaltet insgesamt 500 Millionen Euro, dafür 77 Millionen Euro für das Bundesland Hessen, ist aber nur ein kleiner Teil. Die Zahlen, die der Landkreistag aufgeworfen hat, sozusagen kennen wir natürlich, sind aber sozusagen in den Verhandlungen auch mit den kommunalen Spitzenverbänden natürlich ein Höchstwert, die auch nicht spezifiziert sind. Sie wissen, dass vor Ort die Frage auch der Sanierung von Kindertagesstätten, aber vor allen Dingen der quantitative Ausbau im Moment sozusagen in Frage steht. Und dort ergänzt die oder verdoppelt die Landesregierung die vom Bund ausgewiesene Mittel um 100%. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Nächste Zusatzfrage stellt die Kollegin Gnadl. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne wissen, wenn die Landesregierung die nicht beziffern kann, wie der tatsächliche Investitionsbedarf ist, wie ist denn die Landesregierung auf die Summen, die sie jetzt zur Verfügung stellt, dann gekommen? Und plant die Landesregierung vielleicht noch mal in Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden eine tatsächliche Erhebung auch vorzunehmen? Frau Staatssekretärin. Ja. Sie wissen, Frau Gnadl, aus Gesprächen auch im SIA und sozusagen Beantwortung von Anfragen, dass wir andauernd mit den kommunalen Spitzenverbänden an dieser Stelle im Gespräch sind. Ich wiederhole mich, dies ist keine 100% Finanzierung aus Landesmitteln, sondern es ist eine sozusagen gemeinsame Kraftanstrengung zwischen Bund und auch unserem Bundesland. Und die Kraftanstrengung, die die Landesregierung hier mit der Verdopplung der Bundesmittel angestrengt hat, kann sich durchaus sehen lassen. 219 Millionen. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Letzte mögliche Zusatzfrage hat der Fragesteller selbst und die möchte auch stellen, Herr Kollege Dr. Hahn. Jawohl, jetzt klappt es immer besser. Frau Staatssekretärin, darf ich Sie darauf hinweisen, dass von dem Wetteraukreis aus diesem Programm zugebilligten Beträgen noch nicht einmal der Bedarf, der investive Bedarf gedeckt werden kann, der gerade in meiner Heimatstadt Bad Vilbel dadurch entsteht, dass ein städtischer Kindergarten, ein konfessioneller Kindergarten gebaut werden und ein Waldorf-Kindergarten umgebaut werden muss. Lieber Herr Kollege Vizepräsident, Sie müssten eine Frage stellen. Warten Sie mal. Darf ich Ihnen? Alles klar. Frau Staatssekretärin, ist Ihnen das bekannt? Uns ist bekannt, dass auch die Stadt Vilbel große Anstrengungen macht, ihr quantitatives Angebot an Kinderbetreuungsplätzen auszubauen. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Ich rufe auf die Frage 410. Fragesteller ist der Abgeordnete Janke Pürsün. Ich frage die Landesregierung, welche Stornokosten für abgesagte Schulfahrten per Bustransport wurden trotz mehrfacher Zusage seitens der Landesregierung bisher nicht ausgezahlt? Herr Staatsminister Lorz. Herr Abgeordneter Pürsün, alle berechtigten Stornokosten, die Eltern bzw. Schülerinnen und Schülern entstanden sind, werden seitens der Hessischen Landesregierung übernommen. Die Abwicklung und Auszahlung ist allerdings noch nicht vollständig abgeschlossen. Gibt es Zusatzfragen, Kollege Pürsün?
Die Antwort hätte ja auch keine sein können, war sie nicht. Welche Ansprüche sind denn aus Ihrer Sicht unberechtigt? Denn aus Sicht der Unternehmen sind sie ja berechtigt, deswegen werden sie eingefordert. Herr Minister. Abgeordnete Pürsün, das liegt in der Natur der Sache. Damit sind wir damit bestreiten wir Juristen unseren Lebensunterhalt, dass zwei Parteien unterschiedlicher Auffassung über die Berechtigung von Leistungen sind. Und dann muss man das halt entweder im Verhandlungs- oder auch im sonstigen Wege miteinander klären. Und genau dafür werden auch entsprechende Bescheide erteilt. Und ich kann Ihnen nur sagen, soweit hier noch Anträge offen stehen, also zum einen muss man sagen, es sind mitnichten alle Anträge im Frühjahr beziehungsweise im Sommer eingereicht worden, sondern da sind auch sehr viele noch relativ kurzfristig nachgedröppelt. Deswegen ist man da mit der Bearbeitung noch nicht so weit. Aber vor allen Dingen geht es bei der Abwicklung auch um fehlende Unterlagen. Wenn also zum Beispiel die für die weitere Bearbeitung und Auszahlung erforderliche Abtretungserklärung der Eltern fehlt, dann kann man natürlich noch nichts auszahlen. Auch bei den Anträgen von Unternehmen fehlen teilweise noch Unterlagen für die erforderliche juristische Prüfung der geltend gemachten Ansprüche. Und das macht den Großteil derjenigen Verfahren aus, die sich im Moment noch in Bearbeitung befinden. Gibt es Zusatzfragen, Kollege Pürsün? Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister. Wenn wir all die Fälle weglassen, die Sie beschrieben haben, mit da fehlen Unterlagen, irgendwas ist noch nicht vorgelegt, sind alle noch offenen Forderungen aus Ihrer Sicht unberechtigte Forderungen oder sind es solche Forderungen, wo man sich auf die Zusagen beruft, die Sie in der Vergangenheit gemacht haben? Herr Minister. Herr Abgeordneter, natürlich beruhen alle Forderungen, die an uns gerichtet werden, auf den von uns gemachten Zusagen. Und wir werden auch alle diese Zusagen honorieren und die berechtigten Kosten erstatten. Ich kann Ihnen sagen, dass in genau 1003 Fällen im Moment aber auch noch Abstimmungen und Verhandlungen mit den Unternehmen stattfinden, wo man genau versucht, diese Frage der Berechtigung der geltend gemachten Ansprüche zu klären, ohne dass dafür irgendwelche Gerichte in Anspruch genommen werden müssen. Denn das würden wir natürlich auch gerne nach Möglichkeit vermeiden. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Herr Kollege Degen. Wie ist denn im Blick auf künftige Klassen- oder Schulfahrten die Regelung? Aktuell dürfen Klassenlehrer wieder planen oder ab wann? Herr Staatsminister. Abgeordneter Degen, dazu gibt es auch einen Erlass aus unserem Hause, den wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung stellen, den ich jetzt versuchen muss, aus dem Kopf wiederzugeben. Grundsätzlich können Klassenfahrten für das zweite Halbjahr geplant werden, allerdings unter dem Vorbehalt, dass alles, was da an Buchungen neu getätigt wird, auch kostenlos stornierbar sein muss, sodass ich die Frage der Stornokosten dann im Fall der Fälle nicht mehr stellen würde. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 418. Fragestellerin ist die Abgeordnete Angelika Löber, und es ist jetzt eine Premiere, und da Sie wissen, dass ich technisch vollständig unfähig bin, versuche ich das jetzt hier mit diesem Pult anzustellen. Gucken Sie mal, ob es funktioniert, Frau Löber. Sehen Sie? Es geht schon los. Ich mache noch mal. Jetzt? Ach, den roten Knopf. Eieiei. Jetzt? Herr Präsident? Ja. Prima. Wusste ich doch, dass man sich da auf Sie verlassen kann, dass Sie das machen. Ich frage die Landesregierung, worin liegen die Gründe, dass während der Pandemie nicht alle Zuwendungsbescheide in virtueller Form übergeben werden, wie dies zum Beispiel die Digitalministerin mit gutem Beispiel vorführt? Herr Staatsminister Wintermeyer. Frau Kollegin Löber, seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie gelten für Bescheidübergaben und Ordensaushändigen durch die Hessische Landesregierung besondere Regelungen. Während des Lockdowns Mitte März bis Ende April fanden grundsätzlich keine persönlichen Bescheidübergaben statt. Das wurde dann im Sommer aufgrund sinkender Inzidenzen wieder gelockert. Mit dem Anstieg des Infektionsgeschehens im Herbst hat die Landesregierung ab dem 2. November mit weitreichenden Einschränkungen und dem Lockdown-Light reagiert. In der Folge werden derzeit und bis auf Weiteres wieder keine persönlichen Bescheidübergaben durchgeführt. Zuwendungsbescheide werden seitdem vornehmlich per Post zugestellt, sofern eine elektronische Zustellung noch nicht möglich ist. Virtuelle Übergaben, Frau Kollegin Löber, entfalten
keine rechtliche Wirkung, sondern sind ein Akt besonderer Wertschätzung, wie das Frau Kollegin Professor Sinemus immer auch gegenüber Vereinen oder auch Institutionen macht, übrigens auch andere Kolleginnen auch neben mir, denn auch virtuelle Überreichungen in Anführungsstrichen macht. Sie haben aber keine rechtliche Wirkung. Es entbehrt nicht der Zusendung des Bescheides. Rechtssicher erfolgt diese immer durch die Zustellung per Post. Gibt es Zusatzfragen? Frau Kollegin Löber, bitte schön. Ja, vielen Dank. Gibt es auch besondere Regelungen ab 2. November für Vororttermine, für Termine in Wahlkreisen für die Landesregierung? Herr Staatsminister. Herr Präsident, die Frage war nach Zuwendungsbescheiden und nicht nach Vorortterminen. Da müsste eine andere Frage gestellt werden, aber ich will sie dennoch mit Ihrer Erlaubnis beantworten. Bescheide und Vororttermine sind dann durchaus etwas Unterschiedliches. Vororttermine nimmt die Landesregierung in Hochzeiten der Pandemie nur außerordentlich selten wahr, dann, wenn es wirklich auch zwingend notwendig ist. Und auf was wir in besonderem Maße Wert legen, wenn überhaupt nur mit wenigen Teilnehmern, unter strengen Abstands- und Hygieneregeln und vor allen Dingen mit Maske. Gibt es Zusatzfragen? Keine Zusatzfragen. Dann kommen wir zu den neuen Eingängen. Das ist die Frage 424. Fragesteller ist der Abgeordnete Turgut Yüksel. Herr Yüksel, wo sind Sie? Ah, hier. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, wann stellt sie die Konzeption des geplanten Lehrstuhls für Kultur und Geschichte der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler vor, damit diese seine Arbeit aufnehmen kann? Frau Staatsministerin Dorn. Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Yüksel, die Justus-Liebig-Universität Gießen und ihr Fachbereich 4 Geschichts- und Kulturwissenschaften stehen seit 2019 mit dem Herder-Institut für historische Ost-Mitteleuropa-Forschung bezüglich der möglichen Einrichtung einer Professur für Kultur und Geschichte der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler im Austausch. Die Projektpartner haben in mehreren Rücksprachen ausführlich neben den praktischen Fragen, die vor der Neueinrichtung einer Professur zu beantworten sind, die mögliche wissenschaftliche Einbettung und die konkrete wissenschaftlich zu begründende Ausrichtung der im Koalitionsvertrag erwähnten Professur erörtert. Der Abstimmungsprozess, der sich durch die akuten Herausforderungen der Corona-Krise verzögert hat, soll in den nächsten Wochen abgeschlossen werden. Die Justus-Liebig-Universität Gießen und das Herder-Institut werden dann dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst eine abschließende Rückmeldung zum weiteren Vorgehen bei der Realisierung der angedachten Professur übermitteln. Vielen Dank, Frau Ministerin. Gibt es Zusatzfragen, Kollege Yüksel und der Kollege Dr. Grupp? Bitte, Herr Yüksel, fangen Sie an. Wer ist Ihre Kooperationspartner bei der Erstellung des Konzeptes und wird dabei die Expertise des Bundes der Vertriebenen einbezogen bzw. berücksichtigt? Frau Ministerin. Herr Abgeordneter Yüksel, wir sind ja hier im Bereich der Forschungsfreiheit und insofern ist das so, dass die Justus-Liebig-Universität und der Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften gemeinsam mit dem Herder-Institut diese Konzeption erarbeiten. Welche weiteren Projektpartner Sie dort entsprechend kontaktiert, entzieht sich aktuell an meiner Kenntnis. Wir werden das Konzept entsprechend vorgelegt bekommen, sicherlich darüber auch entsprechend beraten. Und ich gehe davon aus, dass es in einem größeren Netzwerk dann auch entsprechend diese Arbeit stattfinden wird. Vielen Dank, Frau Ministerin. Nächste Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Dr. Grobe. Sehr geehrte Frau Ministerin Dorn, wie hoch werden die finanziellen Mittel sein, mit denen der Lehrstuhl ausgestattet werden soll? Danke. Frau Ministerin. Das hängt jetzt ganz wesentlich von der Konzeptionierung des Vorhabens ab. Und wie ich gerade schon erläutert habe, liegt uns das Konzept noch nicht vor. Deswegen auch noch keine Frage des Finanzbedarfs. Und all das gilt es dann zu klären. Vielen Dank, Frau Ministerin. Nächste Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Dr. Naas. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin, sind Sie nicht auch der Auffassung, dass insgesamt knapp 2 Jahre für die Konzeption eines Lehrstuhls bei aller Liebe zur Wissenschaftsfreiheit vielleicht doch ein bisschen lang sind? Frau Staatsministerin.
Herr Abgeordneter Naas, ich sehe das nicht als zu lange. Wir sind im Moment in einer Corona-Pandemie. Ich weiß nicht, ob Sie eine Vorstellung von dessen haben, wie aktuell unsere Bildungseinrichtungen inklusive der Hochschulen in dieser Corona-Pandemie enorme Leistungen voranbringen, um eine digitale Lehre voranzubringen, um insgesamt diese Corona-Pandemie alles entsprechend zu kombinieren. Und insofern, dass es Verzögerungen gibt, auch in Absprachen, das ist in diesem Feld nicht anders als in anderen. Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Rufe auf die Frage 425. Fragesteller ist der Kollege Kaffenberger. Wer übernimmt das stellvertretend? Der Kollege Eckert. Bitte schön. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, auf welche Summe beläuft sich der im Rahmen des Bundesförderprogramms für den Breitbandausbau zu erbringende kommunale Eigenanteil in Höhe von 10% über alle am Förderprogramm teilnehmenden hessischen Kommunen? Frau Ministerin. Sehr geehrter Herr Eckert, in Vertretung für Herrn Kaffenberger gestellte Frage beantworte ich wie folgt. Im Bundesprogramm ist das Förderverfahren grundsätzlich zweistufig aufgebaut. Es erfolgt zunächst ein Zuwendungsbescheid vom Bund in vorläufiger Höhe, in dem die grundsätzliche Förderfähigkeit des Vorhabens festgestellt und eine Schätzung des voraussichtlichen Förderbedarfs vorgenommen wird. Nach Abschluss und Erteilung des Zuschlags im Ausschreibungsverfahren wird der Zuwendungsbescheid in endgültiger Höhe vom Bund ausgestellt. Mit dem Zuwendungsbescheid in endgültiger Höhe steht auch der zu leistende Eigenmittelanbetrag des Zuwendungsempfängers, in dem Fall der Kommune, fest. Für die derzeit vom Land bewilligten Projekte und demnach auch vom Bund in endgültiger Höhe bewilligt, beträgt der zu erbringende kommunale Eigenanteil im Bundesförderprogramm Breitbandausbau rund 29 Millionen Euro über alle am Förderprogramm teilnehmenden hessischen Kommunen. Jene Projekte, die ein LOI vom Land Hessen bekommen haben, sind nicht berücksichtigt, denn in diesen Projekten steht der Förderbedarf noch nicht konkret fest. Der wird erst im Nachgang des Ausschreibungsverfahrens ermittelt. Vielen Dank, Frau Ministerin. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Eckert. Frau Ministerin, gedenkt die Landesregierung eingedenk der Tatsache, dass wir bestrebt sind, eine Einheitlichkeit von Lebensverhältnissen im gesamten Bundesland hinzubekommen, bei diesen 29 Millionen Unterstützungsleistungen des Landes den Kommunen zur Verfügung zu stellen, damit nachher digitale Infrastruktur nicht am Geldbeutel der Kommunen hängen bleiben kann? Frau Professor Sinemus. Die 29 Millionen sind ja schon erfolgt sozusagen bezahlt, aber Ihre Frage geht ja dahingehend, ob wir den Eigenanteil sozusagen der Kommunen auch durch Landesmittel kompensieren wollen. Im Moment sind wir der Meinung, dass wir das nicht tun wollen, weil wir einer verantwortungsvollen Selbstverpflichtung der Kommunen für die Umsetzung der Ausbauprojekte auch hier sehen wollen. Und wir der Meinung sind, dass im Sinne einer geteilten Verantwortung nach Leistungsfähigkeit und Effizienz sowie zielgerichtetem Einsatz von öffentlichen Mitteln hier auch der kommunale Eigenanteil grundsätzlich beibehalten werden sollte. Da gehen wir im Übrigen mit allen anderen Bundesländern einher. Die einzigen, die hier ein Fragezeichen im Moment diskutieren, ist Thüringen und zum Teil auch Saarland. Allerdings, und das möchte ich auch ergänzend hinzufügen, ist in dem Bereich kein Projekt bisher bekannt, das aufgrund fehlender Eigenmittel nicht hat realisiert werden können. Wenn es sich um ein solches Projekt handeln würde, könnte man hier tatsächlich auch überlegen, ob eine Kompensation möglich sein kann. Vielen Dank, Frau Ministerin. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann darf ich aufrufen, die Frage 426. Fragestellerin ist die Abgeordnete Astrid Wallmann. Ich frage die Landesregierung, liegen ihr bereits Ergebnisse der von ihr in Auftrag gegebenen Safe-Kids-Studie zur Rolle von Kindern bei der Ausbreitung von SARS-CoV-2 vor? Frau Staatssekretärin Lanz. Soweit sind wir nicht. Beantworte ich gerne. Ja, die Ergebnisse der Safe-Kids-Studie in 50 hessischen Kindertagesstätten liegen der Landesregierung inzwischen vor. Die Studiendaten, das haben Sie sicherlich verfolgt, sind bereits als publiziert und öffentlich zugänglich. Ein paar Daten über den Studienzeitraum von 12 Wochen, vom 18. Juni bis 10. September 2020, also ausdrücklich in einer Phase niedriger Covid-Inzidenzen, nahmen 825 Kinder und 372 Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teil.
In diesem Zeitraum wurden lediglich 2 Erzieherinnen in 2 unterschiedlichen Kindertagesstätten positiv auf SARS-CoV-2 getestet, aber keines der Kinder. Das lässt den Schluss zu, dass die Kindertagesstätten, das sage ich deutlich, zum Zeitpunkt der Studie, also bei geringer Inzidenz an SARS-CoV-2-Infektionen und mit den eingeführten Hygienemaßnahmen kein relevantes Reservoir an einer Übertragung waren. Diese Ergebnisse sind aber nicht ohne weiteres auf eine Situation mit höherer Inzidenzen wie der aktuellen zu übertragen. Der Minister hat sich ja dazu ausführlich auch mit Frau Prof. Dr. Ziesek, die diese Studie vorgelegt hat, am 4. November geäußert. Ziel der Studie war es aber herauszufinden, ob die durchgeführten Abstriche durch die Eltern bzw. Erzieher, Erzieherinnen bei sich selbst anwendbar sind. Das hat sich in der Studie bestätigt. Durch das sogenannte Dual-Swap-Verfahren, damit ist gemeint, eine Kombination der Resultate von Wangen- und Analabstrichen, wurde ein breiteres diagnostisches Fenster und eine verbesserte Testsensitivität erreicht. Und das waren auch Ziele der Studie. Parallel dazu liefen in der Bundesrepublik weitere Studien auch mit Kindern und Schülerinnen und Schülern, die auch einsehbar sind auf den jeweiligen Seiten der Ministerien. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Gibt es Zusatzfragen? Ja, Frau Kollegin Wallmann. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Eine Frage, ist denn geplant, Sie haben ja eben auch betont, es wurde zu einem Zeitpunkt gemacht, als der Inzidenzwert niedrig war, ist denn geplant, die Studie fortzusetzen? Frau Staatssekretärin. Nein, diese Studie nicht. Die hat ja ein Design gehabt und auch einen Abschluss. Aber sozusagen, es laufen weltweit Studien, weil natürlich auch sehr spannend ist, gerade was sozusagen die Inzidenzen von Kindern und Jugendlichen angeht, bezogen auf die Bildungseinrichtungen. Aber diese Studie wird nicht fortgesetzt. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Gibt es Zusatzfragen? Ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf. Die Frage 427, Fragesteller ist der Abgeordnete Daniel May. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, wie viele Lehrkräftefortbildungen wurden im Schuljahr 2019-2020 im Bereich Digitale Schule Hessen angeboten? Herr Professor Lorz. Herr Abgeordneter May, im Schuljahr 2019-20 wurden in Hessen insgesamt 1.320 akkreditierte Fortbildungsveranstaltungen im Bereich Digitale Schule Hessen für Lehrkräfte angeboten. An diesen Veranstaltungen haben insgesamt rund 16.460 Lehrkräfte teilgenommen. Seit der zwischenzeitlichen Aussetzung des Präsenzunterrichts im Frühjahr und verstärkt ab August 2020 haben die Hessische Lehrkräfteakademie, die staatlichen Schulämter und die regionalen Medienzentren die Anzahl der Fortbildungen im Bereich der digitalen Schule noch einmal deutlich ausgebaut. Allein im Zeitraum von März bis November 2020 wurden insgesamt 1.919 Fortbildungen angeboten, an denen insgesamt rund 19.600 Lehrkräfte teilgenommen haben. Im Vergleichszeitraum im Jahr 2019 waren es insgesamt 1.006 Veranstaltungen, an denen rund 13.350 Lehrkräfte teilgenommen haben. Das heißt, wir haben das Angebot an Fortbildungen binnen eines Jahres nahezu verdoppelt. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 428. Fragestellerin ist die Abgeordnete Silvia Brünnel. Bitte, Frau Brünnel, drücken Sie mal kurz. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, welche Zielsetzung hat die Landesservicestelle für Familienzentren in Hessen? Frau Staatssekretärin. Ja, liebe Frau Abgeordnete Brünnel, sehr geehrte Damen und Herren, die Landesservicestelle für Familienzentren, die am 1. Oktober diesen Jahres ihre Arbeit aufgenommen hat, ist für die Koordinierung, Beratung, Information und Unterstützung der hessischen Familienzentren in ihrer täglichen Arbeit zuständig. Sie begleitet und unterstützt die hessischen Familienzentren bei der kontinuierlichen Qualitätsentwicklung und Sicherung auf der Grundlage der jeweils gültigen Fach- und Fördergrundsätze. Hierdurch wird in enger Zusammenarbeit mit unserem Ministerium, also dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration, die Weiterentwicklung des Programms Familienzentren in Hessen unterstützt. Die Landesservicestelle greift damit aktuelle Entwicklung bei Familienfragen, Forschungsergebnisse,
Anregungen und auch Rückmeldungen der Familienzentren sowie aus der Fachpraxis auf. Und daneben ist die Landesservicestelle für die Vermittlung und Planung von Fortbildungen, Fachtagen und Vernetzungstreffen in Zusammenarbeit mit bewährten externen Anbietern zuständig. Eine weitere aktive Begleitung der Familienzentren erfolgt auf der Basis von Bedarfsabfragen bzw. Erkenntnissen aus der jährlichen Wirksamkeitsanalyse und aufgrund von Fortbildungen und Fachtagungen. Daneben werden die Familienzentren durch Materialien, Broschüren, Handreichungen und allgemeine Informationen auf elektronischem und postalischem Wege informiert. Wir gehen davon aus, dass die Landesservicestelle auch dazu beitragen wird, die Gründung und Etablierung weiterer Standorte von Familienzentren in Hessen voranzutreiben und den Austausch sowie die Vernetzung generell und auch mit der kommunalen Ebene vor Ort zu unterstützen. Ich nenne mal eine Zahl. Aktuell werden 181 Familienzentren aus Landesmitteln gefördert. Es gibt jetzt noch Hinweise zu der Frage der Erreichbarkeit sozusagen dieser Servicestelle. Sie ist jeweils in der Zeit von 10 bis 16 Uhr gut zu erreichen und stellt ein serviceorientiertes Angebotsspektrum sicher. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 429. Fragesteller ist der Kollege Bocklet. Ich hätte das gedacht, dass das noch drankommt. Wie unterstützt die Landesregierung die Stadtteile mit besonderen sozialen Problemlagen, frage ich die Landesregierung. Ja, Frau Staatssekretärin. Ja, danke schön. Ich antworte gerne, auch wenn sozusagen der Umfang der Fragestellung wahrscheinlich sehr viel länger dauern würde als eine Fragestunde. Ich begrenze mich. Die Landesregierung unterstützt Kommunen bei der positiven Entwicklung ihrer Stadtteile bzw. Quartiere, in denen sich besondere soziale Problemlagen häufen, auf der Grundlage einer Richtlinie, nämlich der Richtlinie zur Förderung von Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen und Quartieren mit besonderen sozialen und integrationspolitischen Herausforderungen. Ziel der Gemeinwesenarbeit ist die positive Entwicklung dieser Stadtteile und Quartiere mit passgenauen, innovativen und sozial integrativen Maßnahmen zu unterstützen und zu stärken. Durch die Förderung soll in erster Linie das Miteinander der Bewohnerinnen und Bewohner, gleich welchen Alters und welcher Herkunft, unterstützt werden, um der räumlichen Segregation, der Verstärkung von Armut und sozialer Ausgrenzung sowie der Stigmatisierung der Gebiete entgegenzuwirken. Insbesondere steht dabei die Vernetzung und Zusammenarbeit der Anbieter sozialer Hilfen innerhalb der Stadtteile und Quartiere sowie die Aktivierung und Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner im Mittelpunkt der Förderung. Ich kann auch noch ein paar Zahlen dazu nennen. Im Landeshaushalt stehen für die Förderung in diesem Jahr 5,5 Millionen Euro zur Verfügung. Für den Zeitraum 21 bis 24 steht ein Bewilligungsvolumen von insgesamt 40,4 Millionen Euro sozusagen im Haushalt. In der Antragsrunde 2020 sind 54 Anträge eingegangen. In der Antragsrunde für das Jahr 21 sind weitere 16 Anträge sozusagen in der Bearbeitung. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Gibt es Zusatzfragen? Herr Dr. Wilken. Ja, danke, Herr Präsident. Frau Staatssekretärin, Sie haben gerade insbesondere Segregation als ein Problem benannt. Welche Möglichkeiten sehen Sie in zumindest den Großstädten, die Mietpreisentwicklung auch aus Ihrem Hause zu beeinflussen, damit genau diese Segregation unterbunden wird? Frau Staatssekretärin Jans. Das ist jetzt eine sehr allgemeine Debatte, die man zu dem Thema Wohnen, Mieten, Mietpreisbremsen und Instrumenten führen muss. Die Frage der Mieten ist natürlich in diesen Stadtteilen immer ein Thema. Auch die Frage, wie gut ist der Wohnraum, sozusagen, wie viel Wohnraum steht auch Familien zur Verfügung und so weiter und so fort. Aber auch andere Infrastruktureinrichtungen, die wir sozusagen von Landesseite aus beeinflussen können, stehen ja hier in Frage. Und es ist auch deutlich, dass mit einer einzigen Förderrichtlinie natürlich diese Quartiere sagen, nicht aus ihrer Problemlage befreit werden können. Aber die Richtlinie der Gemeinwesenarbeit, die sehr auf Vernetzung und guter Zusammenarbeit vor Ort fußt, damit sozusagen die Mittel an der richtigen Stelle ausgegeben werden, ist eine gute Grundlage, auch unter anderem, um sozusagen in den Quartieren das Thema Wohnen ganz anders in den Blick zu nehmen. Ich kenne es zum Beispiel von vor Ort, dass da auch Mieterbeiräte unterstützt worden werden, dass sozusagen der
Wohnungsbaugesellschaften auch diese sozusagen Quartiere einer guten Entwicklung zu führen. Und deswegen macht die Gemeinwesen-Richtlinie, die wir hier haben und die darauf auch sozusagen abhebt und da Unterstützung leistet, durchaus auch im Bereich Wohnen Sinn. Kollege Bocklet stellt eine Zusatzfrage. Frau Staatssekretärin, Sie haben eben gesagt, die Anträge, die bewilligt wurden oder die nächstes Jahr für nächstes Jahr gestellt werden, haben Sie einen Überblick, wie viele Projekte in Hessen insgesamt wir von diesen vielen Millionen also sozusagen bedienen konnten, wie viele soziale Brennpunkte damit in Bearbeitung sind? Frau Staatssekretärin. Haben wir schon, aber ich nicht mit. Würden wir gerne nachliefern, gegebenenfalls auch nochmal in der Diskussion im Ausschuss. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Wollen wir noch eine aufrufen, Herr Kollege Degen? Dann rufen wir die noch auf. Herr Kollege Degen, bitte schön, Frage 430. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank, dass ich noch die Möglichkeit habe, meine Frage zu stellen. Ich frage die Landesregierung, hält sie angesichts zunehmenden Unterrichtsausfalls und Quarantänemaßnahmen an zentralen Vergleichsarbeiten und Abschlussarbeiten im Schuljahr 2020/2021 fest? Herr Staatsminister Professor Lorz. Herr Abgeordneter Degen, die Hessische Landesregierung verfolgt das Ziel, dass den Schülerinnen und Schülern der künftigen Prüfungsdurchgänge keine Nachteile im Hinblick auf eine gute Vorbereitung und eine reguläre Durchführung der zentralen Abschlussprüfungen im Jahr 2021 entstehen und damit an den Abschlussprüfungen grundsätzlich festgehalten werden kann. Der Anteil der Schulen, an denen es aufgrund von Infektionsschutzmaßnahmen befristet dazu gekommen ist, dass Unterricht nicht in vollem Umfang erteilt werden konnte, ist relativ gering. So waren seit Schuljahresbeginn, um nur mal eine Kennziffer zu nennen, bislang insgesamt 40 Schulen von angeordneten Schulschließungen betroffen. Aktuell ist gerade eine Schule geschlossen und das ist übrigens eine Grundschule. Da stellt sich also die Frage der Abschlussprüfungen auch nicht. Für Abschlussprüfungen gilt gleichwohl das Gebot, dass nur die Wissens- und Kompetenzstände zum Prüfungsgegenstand gemacht werden können, die eine Schülerin oder ein Schüler zuvor auf der Grundlage des Unterrichts erwerben konnte. Aus diesem Grund können zum jetzigen Zeitpunkt in Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der Pandemie Anpassungen nicht ausgeschlossen werden. Hinsichtlich eventueller weiterer Anpassungen von Prüfungen und insbesondere der zentralen Abschlussprüfungen wie dem Landesabitur 2021 stimmen wir uns in dieser Woche in der Kultusministerkonferenz ab. Gibt es Zusatzfragen, Kollege Degen? Herr Kultusminister, ist es nicht für die Vergleichbarkeit oder auch Chancengleichheit der Schüler viel wichtiger, ob es zu einzelnen Betretungsverboten kam, zu einzelnen Quarantänemaßnahmen oder zu einzelnen Klassen-Quarantänemaßnahmen, als nur darauf zu achten, ob ganze Schulen in Quarantäne waren? Herr Staatsminister Professor Lorz. Doch, Herr Abgeordneter, da gebe ich Ihnen durchaus recht. Deswegen erheben wir auch regelmäßig, wie sich Infektionsschutzmaßnahmen, wie zum Beispiel die Anordnung von Quarantäne, auf das Unterrichtsangebot auswirken. Allerdings, wenn Sie auch diese Kennziffern hören wollen, Sie können sie jetzt auch täglich aktualisiert auf unserer Homepage einsehen. Und da sehen Sie, dass auch die Quarantänemaßnahmen regelmäßig so um die 1,5% der Schülerinnen und Schüler pendeln. Also wir hatten nur zwischendrin mal ganz kurzfristig mal 3% der Schülerinnen und Schüler in Quarantäne. Vor den Herbstferien auch durchgängig unter 1% und wie gesagt im Moment jetzt seit Wochen stabil so um die 1,5%, da ich mit gutem Grund davon ausgehen darf, dass das nicht immer dieselben 1,5% sind, die da betroffen sind, wird sich das am Ende des Tages, glaube ich, relativ ausgleichen. Aber wie ich schon sagte, wir beobachten das, wir müssen schauen, wie der Winter weiter verläuft, was möglicherweise insgesamt an Verlusten eintritt und dementsprechend schließe ich Anpassungen der zentralen Abschlussprüfungen keineswegs aus. Zusatzfrage von Herrn Kollegen Bocklet. Der letzte Satz des Kultusministers hat meine Frage für erledigt erklärt. Nämlich die Frage. Ach so. Ja, gibt es sonst noch Zusatzfragen? Kollege Bellino, bitte. Ausgewiesener Bildungs. Herr Kultusminister, habe ich Sie richtig verstanden, dass in Kürze die Kultusministerkonferenz sich mit dieser Frage noch einmal explizit befassen wird? Ja, ich habe ja gefragt, ob das zutrifft. Aber vielen Dank, Herr Vizepräsident, dass Sie mir auf die Sprünge zu helfen versuchen. Das gelingt Ihnen aber nur für den ersten Teil meiner Frage, der Kultusminister mit Sicherheit gerne noch einmal beantworten wird. Je nachdem, zu welchen Ergebnissen diese Kultusministerkonferenz dann kommen mag, wie sieht denn dann das weitere Vorgehen aus? Denn wir laufen auf Weihnachten zu, es sind Ferien, aber danach geht es ja wieder weiter. Herr Staatsminister Professor Lorz.
Herr Abgeordneter Bellino, dazu gebe ich Ihnen natürlich gerne Auskunft. Die Kultusministerkonferenz tagt ja viermal im Jahr ganz regulär. Und die vierte und abschließende reguläre Sitzung jetzt im Jahr 2021 wird übermorgen stattfinden, also Donnerstag, den 10. Dezember. Und ich bin dankbar, dass, also in diesem einen Fall bin ich mal ausnahmsweise dankbar, für, dass sie nicht in Präsenz, wie sonst üblich in Berlin stattfindet, sondern virtuell. Das gibt mir, glaube ich, die Möglichkeit, so ein bisschen zeitgleich hier natürlich hier präsent zu sein, aber auch mitzubekommen oder mich dort in die Diskussionen einzuklinken. Natürlich wird eine solche Kultusministerkonferenz auch intensiv vorbereitet. Wir führen seit Wochen permanent Gespräche. Also ich kann Ihnen sagen, wir schalten eigentlich mehr oder weniger mindestens einmal die Woche im Präsidium der Kultusministerkonferenz, fast in gleicher Häufigkeit auch im Plenum der Kultusministerkonferenz. Dann gibt es noch die Abstimmungen auf der A- und auf der B-Seite. Also wo sich auch die Ministerinnen und die Minister und die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, also die Amtschefs, miteinander abstimmen, die Amtschefs üblicherweise vor den Ministern. Also ich glaube, ich darf wirklich in Anspruch nehmen, wir sind in einem permanenten Kontakt und Austausch miteinander. Und gerade auch, was diese Frage der Abschlussprüfungen anbetrifft, darf ich auch wirklich sagen, wir sind in einem sehr fruchtbaren, guten Austausch, auch über alle Partei- und Ländergrenzen hinweg, weil wir letzten Endes alle mit den gleichen Problematiken konfrontiert sind. Also wir haben schon viele bilaterale Austausche in dieser Hinsicht geführt. Wir werden das am Donnerstag miteinander erörtern. Wir haben am Montag übrigens ein Präsidiumsgespräch mit den Lehrerverbänden, die sich ganz bestimmt auch intensiv dafür interessieren werden. Und wir werden keine formalen Beschlüsse fassen, aber ich denke, wir werden uns auf eine gemeinsame Linie verständigen und wir werden bestimmt auch in diesem Haus noch Gelegenheit haben, darüber zu reden. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister Professor Lorz. Eine Zusatzfrage gestellt und die letzte mögliche Zusatzfrage gestellt, der Kollege Degen. Ja, Herr Kultusminister, ich freue mich, dass Sie da am Donnerstag sicherlich uns vielleicht sogar schon dann live quasi Aktuelles berichten können und möchte Sie aber fragen, ist es nicht so, dass die aktuellen Regelungen auf KMK-Ebene es nicht heute schon zulassen, unabhängig von dem, was Sie da am Donnerstag besprechen, dass zentrale Prüfungen, Hauptrealschule, selbst das Abitur dezentral stattfinden können, das heißt durch Aufgaben, die nicht zentral vorgegeben sind? Herr Staatsminister Professor Lorz. Ja, Abgeordneter Degen, das ist grundsätzlich denkbar. Aber wenn ich mal gerade beim Abitur als, ich sage mal, der zentralen Herausforderung stehen bleibe, das gilt natürlich, ich habe die Haupt- und Realschulabschlussprüfungen auch immer im Blick, aber die großen Fragen in puncto Vergleichbarkeit, Einheitlichkeit, wechselseitige Anerkennung stellen sich natürlich beim Abitur. Und da ist es nun einmal so, dass mit Ausnahme von Rheinland-Pfalz, das ja seinen bekannten Sonderweg geht, mit G8,5 und schriftlichen Abiturprüfungen bereits im Januar, weshalb sie natürlich aus all den Anstrengungen mit dem gemeinsamen Aufgabenpool etc. sowieso draußen sind, alle anderen 15 Bundesländer Zentralabitur schreiben. Und die Verständigung unter den Ländern ist auch die, dass das eine Errungenschaft ist. Wir arbeiten ja auf eine noch größere Vergleichbarkeit hin, die wir jedenfalls nicht leichtfertig aufgeben wollen. Und insofern, solange die anderen 14 Länder an diesem Zentralabitur festhalten, möchte ich als Hessen da auch nicht aus der Reihe tanzen. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister. Dann sind wir am Ende der Fragestunde angelangt. Die schlechte Nachricht, das war die letzte Fragestunde für dieses Jahr.